Moin Leute, was heute bei uns passiert, das seht ihr jetzt. Ihr seht, das Team HLC ist schon wieder auf Tour für euch. Das heißt, wir sind auf dem Weg zum Race 1000. 7 Uhr ist gerade durch, das heißt, wir sollten relativ früh dort ankommen. Ist ja nicht der Riesenweg für uns. Wir treffen uns gleich noch mit Robin und Stocki. Das heißt, dann fahren wir geschlossen weiter. Ich würde mal sagen, hast du noch was zu deinem Auto zu sagen? Gibt es irgendwelche Updates? Gibt es was Interessantes, Hase? Ja, er ist auf der Straße. Es wird demnächst auch ein Video geben von Mühlchen. Der will das Ganze mal ein bisschen vloggen und ja, ein paar Kleinigkeiten, die sind noch, aber das kriegen wir demnächst dann noch schnell in den Griff. Ich muss noch mal die Wastegate-Feder tauschen, die ist ein bisschen schwach, der geht halt zu spät los erst. Ansonsten, er ist dicht, er funktioniert, er läuft. Ja. Und Leistung ist da. Leistung ist später, aber sie ist da. Ab 5000 bis 6000. Genau. Nein, wie gesagt, da tausche ich noch eine Feder und ja, dann kommt da ein Videochen abschließend zu dem ganzen Thema. Und dann geht's. Womit geht's eigentlich weiter bei uns? Bei dir? Was gibt's bei dir Neues? Bei mir? Bei dir? Bei ihm. Bei mir? Bei dir? Bei mir gibt es nichts Neues. Also nicht viel momentan. Bei mir ist soweit, dass es gleich bald weitergeht. Ich bin auch schon relativ glücklich darüber, dass ich bald weitermachen kann mit dem ganzen Shit. Updates Daily, dazu werdet ihr ja sicherlich sehen. Ja, Daily ist auch am Kommen. Das heißt, bei mir wird in der nächsten Zeit mal ein Daily einstellen. Wenn Müller nicht so viel Gas geben würde, würdet ihr uns auch bestimmt wunderschön verstehen. Das geht wirklich gut mit dem Mikrofon. Eine Beschleunigungsorgie. Ja, ich habe ein bisschen Angst gehabt gerade mal. Ich würde erstmal sagen, wir freuen uns noch aufs Treffen. Wir wollen jetzt erstmal ganz kurz zum Race 1000 hinten drinne. Wir wollen uns erstmal einloggen und erstmal mit den Jungs treffen. Was? Der will aufs Maul. Fünfer, weil ihm eine Nuss schnippst. Der ist noch nicht so ganz wach. Der hat erst einen Kaffee getrunken und der hat aufgehört mit Rauchen. Zeig mal deine neue Piepe. Die kleine. Da denkst du, fuck. Das Ding ist größer als der Hand. Weiß nicht, ob man es erkennt. Also dagegen ist halt ein Finger, ne? Ich habe halt ein Suchtgerät. Was musst du, Müller? Hart urinieren. Ja? Ja. Du auch? Nein. Ich habe ja nur ein bisschen Kaffee getrunken. Endeffekt. Aber man könnte es machen. Gruppenzwang, oder? Ja, definitiv. So in einer, dann alle. Hier, oder? Wir gehen jetzt erstmal pissen. Na Mäuschen, bist du müde? War eine sehr kurze Nacht, ne? Und warum? Weil du Spaß nicht so lange wach gehalten hast. Ich glaube, das war deine Frau. Finger im Hof. Spaß! Der hat auch das Kennzeichen, ne? Spaß. Marcel Spaß. Multiple Sklerose, ne? Wenn wir links fahren, schafft er nicht zu holen. Ja. Schön. Ist schön hier. In Ostdeutschland ist schön. Schön, scheiße. Heute schon genickt? So Jungs, wir sind gleich da. Wir befinden uns gerade auf der Anfahrt. Wir sehen schon die ersten Schilder. Ich drehe die Kamera gleich mal wieder weg, dass ihr auch die Einfahrt unten seht. Link, bist du hier? Ist hier. Film doch mal das Schild. Das Schild. Ah, du bist ein Typ. Wo fokussierst du denn hin? Oben links in der Ecke. Halt die Fresse, ja. Oh. Ich hab dir schon tausendmal gesagt, du sollst mich nicht anschauen.
Außerdem habe ich gerade im Auto gefilmt und nicht aus dem Auto. Das heißt, ich muss erstmal wieder das umbauen. Mhm. Bei dir ohne Scheiß, wenn ich dich anmaule, holst du mich voll. Und ich werde angeheult oder was? Mimi, Mimi. Such den anderen Kameramann. Ich bin eigentlich auch vor der Kamera. Ich muss das nicht können. Ich brauche das deswegen, einfach. Deswegen will ich auch eine RX100. Ich mach das. Die können das von alleine. Thank you.
Abgestimmt von Atomic. Einmal am Opel, einmal am Golf, das alte Duell. Zweimal Vierzylinder Turbo. Der Pavel aus Polen auf der rechten Bahn, aber ganz entspannt vorn. Fährt sie bis hier mit 279. Und der Opel leider gerade keine Daten zur Hand, eine 251-22. So, zweimal Golf, einmal 3, einmal 4, 18T und VR6. Ja, komme ich gar nicht hinterher mit der Zettelwirtschaft. Ja, der Golf hier, der Daniel Patzkowski. Gar nicht wahr. 26 ist das. Sebastian Kotzmann. Ja, David, der rivalische Urinstinkt geweckt. Und da ist es auch egal, ob man hier ein bisschen Reife auf der Strecke lässt. So, Martin Eisenhofer, 560 PS im Porsche. Und 610 PS im R8. Ja, wie ihr mitbekommen habt, wurde die Chance eben genutzt, beide Bahnen neu zu programmieren. Wir hoffen, dass das jetzt auch bis zum Schluss so weiterläuft. Leider nicht gut getroffen. Jetzt.
Fahrrad, Bandit R. Nee, gar nicht wahr, der war ja gerade der Waldemar. Golf 2, VR6, Turbo. Ja, und jetzt wieder der Black Series. Jungmanns 1000 PS im E46 M3 Turbo. Der Grand Cherokee macht 200.
Kommentare löscht. Sein aktueller Tagesrekord. Ja, gut weggekommen. Oder Pers am Rad, wenn man nicht vom Fleck kommt. Mensch, hier irgendwie ist hier heute TTE in der Haus. Eben die Lader 525 R, 520 PS. Ich wollte noch einen kleinen Fazit zum Tag erzählen. Ich weiß es noch nicht. Weißt du schon was? Umwerfen, einfach umwerfen. Wir sind alle verbrannt. Verbrannt. So Leute, noch ein kleines Fazit zum Tag. Wir sind alle verbrannt. Das Wetter war ausnahmslos Spitzenklasse. Ja. Wir konnten gutes Videomaterial sammeln, zumindest finde ich so. Wir hoffen es zumindest. Ja, Mülli Boff. Steffen hat eine Runde geschlafen. Der ist ganz, ganz erschöpft von dem. Ich habe dein Wohnmobil genutzt. Ja, er hat in dem Wohnmobil gepennt. Geil, wenn man nur einen Meter groß ist. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, tust ihr das definitiv jetzt. Tut dies? Dann tut dies ebenfalls jetzt. Ist mir scheißegal. Tut es einfach. Jetzt. Macht es. Macht es jetzt. Ja, macht's. Ich würde sagen, wir sind erstmal raus für heute. Vielleicht melden wir uns ja nochmal. Ja, wir fahren vielleicht aufs nächste Treffen jetzt noch. Wir gucken mal. Nur, ich muss langsam ausmachen. Ich will das Fenster am Auto gerne wieder aufmachen. Denn mir ist verdammt warm hier drin. Klima an. So schon an. Ja, russisches Klima mache ich gleich wieder an. Leute, wir sind erstmal raus für heute. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Wir haben jetzt unser Bestes gegeben. Wir haben unser Bestes gegeben. Und Leute, bis dann.